Wir sind beim letzten Thema in unserer Veranstaltung, Gestaltung von Nutzungsschnittstellen, angelangt. Und dieses Thema heißt Barrierefreiheit. Bei Barrierefreiheit geht es darum, dass wir äh, unsere Software verfügbar machen, nutzbar machen, zugänglich machen, also ohne Barriere verfügbar machen für äh, Leute, die äh, gewisse Einschränkungen unterworfen sind. Also langläufig gesagt Menschen mit bestimmten Behinderungen. Wie gehen wir daran? Wie gehen wir an dieses Thema Barrierefreiheit heran? Zum einen äh, möchte ich gleich vorweg sagen und das stimmt jetzt hier sogar noch viel stärker ähm, als bei dem Thema Gebrauchstauglichkeit, was ja in den vorherigen Videos eine große Rolle spielte oder das Hauptthema war. Ähm, bei äh, der Barrierefreiheit handelt es sich um ein sehr, sehr großes Thema, auch ein sehr, sehr großes Forschungsthema und, äh, wo es viel Expertise gibt, viel Literatur zu gibt, viele Erkenntnisse, viele auch sich widerstrebende Ideen, die eigentlich alle einer Betrachtung würdig wären und die ich natürlich hier in dieser Kürze der Zeit nicht machen kann und nicht machen möchte. Das, was ich machen möchte, ist, ich möchte euch einen Grundeinblick geben, eine Grundidee von Barrierefreiheit erzählen. Und ähm, äh, euch dann darauf verweisen, dass äh, ihr euch, wenn das Thema für euch interessant ist oder auch wenn das Thema für euch wichtig ist und wichtig wird, was es ist. Denn es gibt äh, gesetzliche Bestimmungen, die aussagen, dass äh, Barrierefreiheit äh, in vielen Bereichen zu gewährleisten ist. Ähm, dann, ähm, dass ihr euch da entsprechend informieren könnt, dass ihr wisst, was es da gibt und äh, wo ihr hineinschauen könnt. Ähm, Eine Herangehensweise an die Barrierefreiheit könnte es sein, ähm, nochmal auf äh, diese äh, Ansicht zu schauen. Ihr habt da ja jetzt schon sehr, sehr oft gesehen und ihr werdet sie ja auch in dem Zusammenfassungsvideo, äh, was ja hierauf folgen wird, äh, natürlich noch zu sehen bekommen. Ähm, ähm, lasst es mich noch einmal zusammenfassen. Ähm, wir haben am Anfang die drei Bereiche gehabt, äh, aus denen wir alles abgeleitet haben, also die drei Grundlagenbereiche: Differenzerfahrung, Artefaktgebrauch. Interaktive Nutzungsschnittstellen, Architektur der menschlichen Wahrnehmung. Daraus haben wir viele Forderungen abgeleitet in äh, den verschiedenen Bereichen. Im Bereich Präsentation, wie sind die Objekte am Bildschirm und wie sind sie angeordnet. Den Bereich Interaktion, Eingabe, Ausgabe, Verarbeitung, also Eingaben, Rückmeldungen, Prozesse, so haben wir die Bereiche genannt. Dann der Bereich Orientierung, wo es immer darum ging, äh, ich kann nicht alles auf einmal äh, darstellen, also muss ich irgendwie Übergänge schaffen. Äh, und äh, Schlussendlich äh, hier der Bereich Flexibilität, wo es darum ging, dass ähm, die Situationen sich ändern, dass die Leute nicht alle die gleiche sind, dass die Leute nicht immer in der gleichen, mit der gleichen Einstellung auf die Dinge gucken und daraus haben wir auch ähm, weitere Forderungen abgeleitet. Dann ging es beim letzten Mal noch um einige Aspekte der Gebrauchstauglichkeit. Das ist das, was wir bisher hatten. Diese ähm, Forderungen, lassen wir die Gebrauchstauglichkeit im Moment beiseite, diese Forderungen, die im Bereich der Ergonomie ähm, aufgestellt wurden, also alles, was hier in blau zu sehen ist, das kann man eigentlich auch als eine Grundlage für Barrierefreiheit ansehen. Denn diese Forderungen, die hier stehen, die gelten immer, die gelten für jede Person ähm, in gewisser Art und Weise. Und auch wenn man bestimmte Einschränkungen hat, also zum Beispiel nicht so gut sehen kann, nicht so gut hören kann oder vielleicht auch gar nicht sehen, gar nicht hören kann oder auch wenn man bestimmte mentale Einschränkungen hat, auch das gibt es ja, darüber werde ich gleich was erzählen, na dann äh, ist es doch so, dass diese grundsätzlichen Forderungen nach so etwas wie Erkennbarkeit, dass man etwas überhaupt wahrnehmen kann oder nach etwas wie Eingabepräzision, dass es äh, möglich sein muss, hinreichend präzise eine Eingabe zu machen. Die sind dann trotzdem da. Was nur anders ist, ist, wie sie erfüllt werden können. Da gibt es dann oft Zusatzgeräte. Und wenn wir uns die Konflikte anschauen, die Designkonflikte, um die es ja immer ging, dann haben wir hier einen großen Unterschied, dass diese Konflikte mit hoher Wahrscheinlichkeit anders austariert werden müssen für... Diese Personengruppen. Das heißt, eigentlich ist die Grundlage die gleiche oder man kann zumindest die gleichen Forderungen zur Grundlage nehmen, aber wie damit umgegangen wird und zu welchen Lösungen man kommt, das ist dann doch ganz anders, wenn man bestimmte ähm, Beeinträchtigungen mit bedenkt. Schauen wir uns zunächst einmal an, was eigentlich die Idee hinter der Barrierefreiheit ist. Es gibt nämlich Gesetzliche Regelungen dazu. Was ist also der Zweck barrierefreier Gestaltung? Das ist geregelt im Behindertengleichstellungsgesetz. Und da steht, barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Ja, da steckt eine Menge drin, vor allen Dingen steckt da eine Grundeinstellung drin, dass es darum gehen soll, dass man die Leute für alle Menschen, also auch für behinderte Menschen, in der normal üblichen Weise zugänglich macht. Wenn man das jetzt mal auf ein Gebäude bezieht, wenn eine Stadt ein Rathaus baut, dann darf sie zum Beispiel es nicht machen, dass sie sagt: Ah, die Leute, die sollen alle durch die schöne Paradiestreppe hineingehen. Äh, und äh, für die Behinderten, naja, die Rollstuhlfahrer, die nehmen wir jetzt mal da an, die können ja nicht diese Treppe hochgehen. Da haben wir hinten so einen, so einen äh, Lieferanteneingang äh, und dann gehen die durch die Küche rein oder sowas. Das geht nicht, weil das würde bedeuten, dass man äh, sie nicht auf die übliche Weise hineinlässt. Man degradiert die Leute dann zu äh, Leuten zweiter Klasse, die da nur reingehen können. Ähm, und das soll man nicht machen, sondern man soll es hinkriegen, dass das Gebäude als solches nicht diskriminierend ist, keine Barriere ist für die Leute. Das heißt, so ein, äh, so ein äh, Rathaus braucht auch von vorne eine Möglichkeit, wie man als äh, behinderter Mensch dort hineinkommt. Das ist das, worum es geht bei äh, diesem Behindertengleichstellungsgesetz. Das heißt, es soll für alle zugänglich sein. Das steckt letztendlich dahinter. Das steht zwar wörtlich nicht so da drin, aber es ist nicht nur behindertengerecht, sondern für alle gerecht. Das ist die Idee, die dahinter steht. So, und jetzt steht hier, es definiert für alles Mögliche mit Verkehrsmitteln und allem, aber unter anderem auch für die Systeme der Informationsverarbeitung und auch für ähm, Kommunikationseinrichtungen. Und damit sind wir natürlich im Boot. Und äh, müssen Software nach diesem Gesetz äh, gestalten. Und im, für den Bereich äh, des, äh, der Computergestaltung äh, gibt es die Barrierefreie Informationstechnikverordnung, äh, heißt BITV, und die bezieht sich auf die WCAG, auf die Web Content Accessibility Guidelines des World Wide Web Konsortiums. Das heißt, dieser, dieser, dieses Regelwerk vom W3C, was hier ja eigentlich noch nicht mal eine Norm ist, sondern nur eine Recommendation, so nennt das W3C das ja, hat hier quasi Gesetzescharakter erlangt. Und da stehen interessante Dinge drin. Das führt an vielen Stellen eigentlich nicht weit genug und ist auch, sagen wir mal, von der Untersuchung und der Fähigkeiten der Leute, was eigentlich notwendig wäre, dass ich untersuche. Nicht nur welche Einschränkungen haben die Leute, sondern auch welche Fähigkeiten haben die Leute. Und dann versuche ich da ein Matching hinzukriegen. Ich habe eine Technik, die bedarf etwas. Ich habe eine Person, die kann etwas. Und dann versuchen wir da das Matching hinzubekommen. Das macht diese WCAG äh, und die, ähm, die BITV ähm, nicht so, sondern sie ist halt äh, normierend. Sie gibt viele Regeln vor von denen sicherlich viele auch an vielen Stellen helfen, aber man könnte das Ganze systematischer aufziehen und noch systematischer äh, besprechen. Äh, mein Kollege Michael Tauber, der inzwischen in Pension gegangen ist, hat jahrelang an der Uni Paderborn äh, Veranstaltungen genau in diesem Bereich gemacht, äh, die äh, genau in diese Richtung gingen, dass man so ein Matching äh, herstellen muss. Wir schauen es uns aber mal hier auf einer etwas einfacheren Ebene an und äh, fragen uns erstmal, naja, welche Arten von Einschränkungen gibt es denn eigentlich? Ähm, wir haben also, wenn man Behindertengleichstellung hört, dann hat man, ich äh, sage mal, im Bereich Gebäude oder so häufig Rollstuhlfahrer im Kopf. Wenn man über Computer nachdenkt, dann äh, wird häufig äh, an Blinde gedacht oder an Sehbehinderte weil, naja, wir machen halt grafische Nutzungsschnittstellen in der Regel heute. Und diese Entwicklung ist gerade für Leute, die blind sind, nicht unbedingt immer die beste gewesen. Die, da wäre häufig eine textuelle Nutzungsschnittstelle für diese Leute tatsächlich praktischer. Und grafische Nutzungsschnittstellen, je nachdem, welche Art von Seeeinschränkung hat, man hat, kann gut verwendbar sein oder auch ganz schlecht verwendbar sein und man muss an einige Dinge dann noch besonders denken. Aber es gibt ja noch mehr Arten von Behinderungen. Also Sehbehinderung habe ich gerade gesagt. Erblindung ist da vielleicht das Extremste von motorische Einschränkungen. Es gibt ja zum Beispiel Leute, die können die Arme nicht bewegen oder die können äh, haben vielleicht nur einen ganz kleinen Radius, in dem sie die Hände bewegen können. Auch dafür gibt es natürlich ähm, Maßnahmen, die man ähm, ergreifen kann. Es gibt Leute mit Hörschädigungen, ähm, darunter vielleicht das Extrem, die Leute, die taub sind. Vor allen Dingen die Leute, die immer schon taub waren und noch nie gehört haben, äh, dann vielleicht noch im Extrem taubstumme. Was ist mit denen? Sind die für uns interessant? Ähm, ja, denn man sollte eigentlich annehmen, dass jemand, der taubstumm ist, der kann ja alles lesen und der kann ja an so einer grafischen Nutzungsschnittstelle arbeiten. Ja, und die paar Klänge, die es da gibt, die können wir ja vielleicht noch durch was anderes ersetzen. Nur das Problem ist: Hörschädigungen gehen häufig mit Problemen mit Lesen und Schreiben einher. Das liegt daran, dass unser Lesen und Schreiben, unsere Buchstaben und Silben schrift oder unsere buchstaben und silbensprache natürlich viel mit dem sprechen zu tun hat und es da eine relation gibt zwischen sprechen und lesen und schreiben und es ist für diese leute die logischerweise vom sprechen nichts wissen können wenn sie taubstumme leute sind auch schwierig dann lesen und schreiben zu lernen das heißt das geht ganz häufig einher und äh, naja, es gibt da natürlich für Leute, die äh, die äh, taubstumm sind oder taub sind, äh, die Gebärdensprache. Das habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen, dass Leute in Gebärdensprache sprechen. Oder ihr seht es in irgendwelchen Nachrichten, dass jemand äh, zum Beispiel da noch daneben steht und äh, das Ganze nochmal in Gebärdensprache überträgt. Aber äh, auch das äh, ist nicht unproblematisch, denn... Äh, naja, wie kriegen wir denn das hin mit User Interface und Gebärdensprache? Aber ich greife vielleicht vor. Gehen, gehen wir erstmal einen Schritt weiter. Mentale Beeinträchtigungen, also Leute, die zum Beispiel ein kurzes Kurzzeitgedächtnis haben ähm, oder die ähm, ja, einen niedrigen Intelligenzquotienten haben, die äh, Emotionale Störungen haben. Da kann alles Mögliche drunter fallen unter diesem Bereich mit, äh, mentale Beeinträchtigungen. Und auch das kann für den Bereich der User Interface Gestaltung äh, relevant sein. Gehen wir von oben durch. Schauen wir uns das mal an. Ähm, Sehbehinderungen. Zunächst mal ohne Erblinden. Ähm, Leute, die stark Sehbehindert sind. Da gibt es natürlich auch alles Mögliche, was mit denen sein kann. Einige sind sehr lichtempfindlich, andere haben ein niedriges Auflösungsvermögen. Nur alles Mögliche äh, ist da im, im, im Repertoire. Farbenblindheiten sind sogar sehr verbreitet, äh, zumindest Farbschwächen. Ähm, geringe Sehkraft gibt es ganz viele. Es gibt Leute, die haben teilweise einen Gesichtsfeldausfall, das heißt, die sehen kein vollständiges Bild mehr, so wie unser Eindruck hoffentlich ist. Ich äh, hoffe jetzt mal für euch, dass, dass ihr nicht dazugehört. Ähm, sondern die dabei den fehlen Teile da drin. Ähm, Ein Extremfall davon ist der Tunnelblick. Das heißt, ich sehe tatsächlich nur noch in der Mitte so, als würde ich durch eine, durch eine Röhre gucken. Und ähm, dann ähm, habe ich ganz verschiedene ähm, Notwendigkeiten, die ich, äh, die ich machen muss, um äh, eine Gestaltung so hinzubekommen, äh, dass diese Leute damit noch arbeiten können. Äh, es gibt technische Hilfsmittel dafür. Hier auf der linken Seite, Sehen wir, wie ein, jemand sein Gerät so eingestellt hat, sein Windows hier offensichtlich, dass es eine extrem starke Vergrößerung gibt. Und ja, wenn ich so eine starke Vergrößerung habe, dann habe ich natürlich Probleme mit User Interfaces. Denn erstmal ist es immer schwierig, wo bin ich eigentlich hier auf diesem ganzen Bildschirm? Ich sehe ja nur immer einen ganz, 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 ganz kleinen Ausschnitt. Und problematisch wird es dann, wenn Reaktionen auf das passieren, was ich da tue außerhalb des Bereichs, den ich gerade sehe. Das heißt, diese Lokalität der Rückmeldung, das war ja eine unserer Forderungen, Lokalität, die äh, ist besonders wichtig, wenn ich davon ausgehe, dass ich Leute habe, die nicht den ganzen Bildschirm auf einmal sehen können. Wir können zwar alle nur einen kleinen Teil des Bildschirms gleichzeitig scharf sehen, aber unser wahrnehmungssystem ermöglicht es uns immerhin, einen eindruck über das ganze zu kriegen. aber wenn ich das gar nicht kann, das geht ja hier gar nicht. Ne? ich sehe ja wirklich nur einen ganz kleinen teil. dann wird das noch mal viel wichtiger, dass rückmeldungen lokal passieren und nicht irgendwo anders auf dem bildschirm rückmeldungen gegeben werden. interessant ist übrigens, dass gerade websites mit großer schrift problematisch sind. ich habe selber einen guten freund, mit einer äh, äh, Sehbehinderung und äh, der vergrößert sich auch häufig äh, am Bildschirm äh, die Dinge und äh, kommt damit eigentlich auch ziemlich gut zurecht. Aber er ärgert sich manchmal, wenn äh, Dinge am Bildschirm groß dargestellt werden. Warum? Naja, er benutzt ja schon ein Tool zum Vergrößern und äh, man tut den Leuten dann keinen Gefallen, wenn man dann Sachen gestaltet, die an sich schon sehr große Schrift haben, denn dann äh, ist diese Technik für Sie auf einmal falsch. Dann müssen Sie dann auf einmal wieder zurückzoomen, äh, weil sonst die Sachen viel zu groß sind und Sie noch nicht mal einen Buchstaben lesen können oder sowas, äh, weil das Ganze viel zu, viel zu groß wird und man noch weniger Überblick dann hat. Das heißt, äh, die Gestaltung von Größen äh, ist nicht wichtig an dieser Stelle. Äh, man sollte in ganz normalen Größen gestalten, denn die Leute müssen ohnehin Zusatztechnologien einsetzen, man sollte natürlich nicht absichtlich winzig gestalten, aber in normalen äh, ja, handelsüblichen Größen, wenn man das mal so sagen möchte, sollte man gestalten. Und dann die Zusatztechnologie sorgt dann dafür, dass das Ganze groß genug ist für die Leute. Und dann muss man dafür sorgen, dass sie die Orientierung behalten können. Also Lokalität der Rückmeldung, aber auch solche Techniken wie... Ähm, ja, dass wir zum Beispiel keine Umrahmungen machen, sondern dass wir äh, stapeln. Das ist dann auch wichtig, weil dann hilft es auch den Leuten mit dem nochmal kleineren Blickbereich, dann einschätzen zu können, wo bin ich hier gerade auf dem Bildschirm? Äh, endet hier eine Fläche, beginnt hier eine Fläche und eine Linie? Naja, man müsste sie ablaufen und die Leute müssten sie tatsächlich ablaufen. Und das ist natürlich problematisch. Das heißt, unsere Hinweise sind zum Teil schon genau in die richtige Richtung. Ja, wie ist es mit der Blindheit? Wie machen es Leute, die blind sind mit dem Computer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und unsere grafisch räumlichen Arrangements, die uns ja so viel wert waren hier, die können natürlich ein großes Problem werden, beziehungsweise sind es auch per se schon mal, denn das ist natürlich kaum wahrzunehmen. Das heißt, man bräuchte oder man braucht, man bräuchte nicht nur, man braucht eine alternative Möglichkeit der Wahrnehmung und das nennt man dann Serialisierte Ausgabe. Das heißt, das, was am Bildschirm noch zweidimensional ist, muss irgendwie in etwas Eindimensionales äh, überführt werden. Und zwar gibt es da zwei Möglichkeiten üblicherweise. Entweder man lässt es sich forschlesen per Screenreader, das geht natürlich für Texte gut, ähm, oder man verwendet so eine Braillezeile, wie die hier unten zu sehen ist. Das ist diese Blindenschrift, die habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, wo man dann so Bücher hat, wo nur Punkte rauskommen. Und hier, jeder Buchstabe äh, ist hier so ein Neunpunktmuster und wenn man das gelernt hat, dann können die Leute mit dem Finger sehr gut lesen äh, auf so einer Zeile. Es hat natürlich mit der Zeile Vorteile, denn ich kann äh, zum Beispiel auch wieder zurückspringen, zumindest innerhalb der Zeile, und ich kann hoch und runter schalten über diese Knöpfe da äh, und dann durch den Text springen, äh, während ich beim Screenreader äh, einen langen Strom bekomme. Und ähm, naja, mal ist das eine im Vorteil, mal ist das andere im Vorteil. Äh, hängt auch stark von den Leuten ab, äh, ob sie äh, Braille gelernt haben oder nicht oder wie gut sie mit solchen Screenreadern äh, zurechtkommen oder nicht. Aber für uns in der Gestaltung ist das natürlich ein großes, ähm, ähm, eine große Nummer. Denn wie gestalten wir denn? Wenn wir äh, irgendwo etwas machen und irgendwo anders auf dem Bildschirm ändert sich jetzt was, Woher weiß denn der Screenreader, dass er das jetzt vorlesen muss? Oder woher weiß das System, was die Braillezeile bestimmt, also was sagt, was auf der Braillezeile erscheint, was das jetzt ist und an welcher Stelle das ist? Das ist total problematisch. Also dynamisch sich ändernde Dinge sind ein ganz großes Problem für diese Technologie. Es gibt Standards dafür und gerade im Bereich des Webs gibt es entsprechende Standards, an die man sich unbedingt halten muss, die auch zum Beispiel die Struktur des Ganzen besprechen, äh, betreffen. Also, dass man zum Beispiel einen Bereich hat, der die Navigation ist. Und das kann man in HTML auszeichnen. Das heißt, man verwendet den richtigen Tag dafür oder das richtige Attribut dafür. Und äh, dann kann man mit der Nutzung eines Screenreaders ähm, oder auch einer Braillezeile kann man dann in entsprechenden Browsern das so steuern, dass dann zum Beispiel die Navigation angesprungen wird oder dass sie beim Vorlesen übersprungen wird, weil man möchte ja nicht immer wieder die ganze Navigation vorgelesen bekommen. Das ist das, was man unbedingt machen muss. Und das gilt natürlich auch für andere Software. Das heißt, wenn ich die Widgets verwende, der Betriebssystemhersteller und verwende sie richtig, dann ist auch den leuten viel dadurch geholfen, weil dann auch klar ist, welche Arten von User Interface Elementen für welchen Zweck da sind. Wenn ich irgendwie die Dinge alle selber zeichne am Bildschirm und äh, sorge dann nicht dafür, dass die Screenreader auch damit zurechtkommen, was ein Heidenaufwand Aufwand ist, dann habe ich eine Barriere erschaffen für die Leute und äh, das sollte man unbedingt vermeiden. Kommen wir zu motorischen Einschränkungen. Ja, motorischen Einschränkungen, dass jemand nicht gehen kann, das ist nicht das Problem. Aber es gibt ja andere motorische Einschränkungen, zum Beispiel von Leuten, die ähm, ihre Hände nicht oder Arme nicht bewegen können oder nur sehr, äh, sehr unkoordiniert das tun können. Da gibt es alles Mögliche an Hilfsmitteln. Es gibt äh, äh, Mäuse, die äh, entsprechend auf kleinem Raum arbeiten. Es gibt Mäuse, die auf großem Raum arbeiten. Es gibt äh, Möglichkeiten der Tastaturen, die, äh, wie zum Beispiel die hier abgebildete Tastatur, äh, diese Jumbo Mini-Tastatur, äh, wo äh, man äh, erstmal ist sie relativ groß. Und dann äh, ist es so, dass man dort richtig hineinfassen und hineindrücken muss. Ist natürlich gut für äh, Leute, die etwas unkoordiniert sind. Die können dann an der Stelle erst quasi einrasten und dann da drücken. Und mit, damit können dann die Leute äh, schreiben. Generell bietet es sich natürlich bei sowas an oder für solche Leute User Interface zu machen, die äh, nicht wahnsinnige Eingabemengen verlangen. Äh, sondern äh, wo die Menge der per Tastatur einzugebenden Dinge äh, klein gehalten wird. Äh, was ihr da auch seht, der Mann, der hat etwas im Mund, äh, das äh, ist eine Integra-Maus. Äh, das heißt, der steuert den Mauszeiger mit seiner Zunge und der kann auch klicken, indem er äh, zieht oder pustet. Und äh, damit kann man dann auch äh, Mauszeiger am Bildschirm steuern, selbst wenn man äh, nur noch den Kopf als Eingabemöglichkeit hat. Das heißt, es gibt da viele technische Möglichkeiten. Und was heißt das für uns in der Softwareherstellung? Ähm, ähm, ja, also was wir in FitzLaw so gelernt haben oder über FitzLaw so gelernt haben in Richtung Eingabeschnelligkeit und Eingabesicherheit vor allen Dingen. Das spielt hier eine große Rolle. Da kann man also verstärkt Wert drauf legen dann an dieser Stelle. Im Zweifelsfalle kann man es vorsehen, dass man Granularitäten ändert, Also dass man gröber arbeiten kann. Auch dafür haben wir ja schon Techniken gehabt. Also die Techniken kann man dann vermehrt anwenden und den Leuten vielleicht zusätzlich als einschaltbare Optionen, anbieten, sodass sie die normale Software, die normal da ist, auch bedienen können. Es geht ja nicht darum, extra Software zu bauen, es geht nicht um Software für Behinderte, sondern es geht darum, dass man die eigene Software so baut, dass sie auch von behinderten Menschen genutzt werden kann. Hörschädigungen, und hier habe ich es schon gesagt, da gibt es etwas, was fand ich auch überraschend, als ich das das erste Mal erfahren habe. Also klar, YouTube-Video kann man den Text nicht hören. Wenn jemand was sagt, dann machen wir Untertitel. Gut, wenn jemand äh, lesen kann, dann ist es natürlich okay. Aber das große Problem ist, äh, bei Leuten, die noch nie hören konnten, ist die Lesegefähigkeit meistens sehr stark eingeschränkt. Es gibt dann die Gebärdensprache und äh, die Leute können natürlich diese Gebärdensprache, aber Gebärdensprache ist... Eine sehr aufwendige Sprache und eine sehr andere Sprache als unsere ähm, gesprochene Sprache, komischer Ausdruck gesprochene Sprache, also unsere auditive Sprache, sagen wir vielleicht. Ähm, und es ist nicht einfach, eine Übersetzung zu machen, zumindest eine automatische Übersetzung von geschriebenem Text in Gebärdensprache. Das funktioniert bisher nur bei Standardtexten wie Wetterberichten und sowas, aber noch nicht für allgemeine Texte. Und das ist natürlich ein großes. Problem, ähm, zu dem es noch keine so richtig schöne Lösung gibt. Also äh, jetzt immer einen Gebärdendolmetscher noch zu beauftragen, der zu jedem Text auch noch einmal die Gebärden auf Video aufnimmt, ist natürlich auch vielleicht nicht des Rätsels Lösung. Äh, ich hoffe da ein bisschen, dass es äh, bald technische Unterstützungen da geben könnte. Übrigens, äh, viele Leute meinen, dass die Gebärdensprache international ist. Das ist nicht so. Schaut euch vielleicht mal die entsprechenden Wikipedia-Artikel dazu an. Das ist sehr interessant. Es gibt also viele, sagen wir mal, artverwandte Gebärdensprachen, aber die Gebärdensprachen unterscheiden sich zwischen den Nationalstaaten und selbst in Staaten, in denen die gleiche Sprache gesprochen wird, ist nicht unbedingt die gleiche Gebärdensprache üblich. Das ist also sehr interessant. Das habe ich auch nicht gewusst, dass es da auch tatsächlich viele Sprachen und Sprachgrenzen gibt, obwohl es eigentlich naheliegend ist, dass es so sein könnte. Mentale Beeinträchtigungen, ja, ein ganz, ganz riesiges Feld. Ähm, können wir uns einen ganz kleinen jetzt mal anschauen. Ähm, ich habe mal äh, ein paar Beispiele genommen äh, für äh, ja, mentale Beeinträchtigungen, die jemand haben könnte. Und dann schauen wir mal und überlegen mal gerade kurz, ähm, was das jetzt heißt. Also eingeschränktes Kurzzeitgedächtnis. Wenn jemand ein eingeschränktes Kurzzeitgedächtnis hat, was mache ich dann? Dann kann ich äh, mich nicht darauf verlassen, dass derjenige sich etwas merkt. Das heißt, äh, ich kann so zwischen einem Schritt und dem nächsten Schritt vielleicht schon davon ausgehen, äh, dass äh, irgendwas vergessen worden ist. Wie kann ich damit umgehen? Kann ich da irgendwie darauf reagieren? Ja, ich kann verhindern, dass der Nutzer sich Dinge merken muss. Und dafür, wenn ihr mal überlegt, sind auch die, ähm, die ähm, Anforderungen, ähm, die wir schon gestellt haben, sehr passend. Also Erschließbarkeit, lasst die Dinge am Bildschirm erscheinen, Differenzierbarkeit, schreib hin, was passiert ist und was passieren wird. Auf solchen Dingen wird dann mehr Wert gelegt. Äh, mü sein müssen, wenn man davon ausgeht, dass es Leute gibt, die ein eingeschränktes Kurzzeitgedächtnis haben. Aber es sind die gleichen Forderungen, die man an dieser Stelle ähm, machen kann. Geringes Sprachverständnis oder eine Leseschwäche, dazu gibt es etwas, äh, um diesen Leuten ähm, zu doch Zugang zu ähm, Informationen zu ermöglichen. Und ihr könnt das mal äh, vielleicht nachschauen. Es gibt zum Beispiel vom Deutschlandfunk, dem Nachrichtensender, also dem Radiosender Deutschlandfunk, Nachrichten in einfacher Sprache. Die gehen genau in diese Richtung. Und äh, schaut euch diesmal an, ich habe mal hier einen Satz äh, rausgesucht aus diesen Nachrichten in einfacher Sprache von vor ein paar Jahren. Und ähm, da dieser Satz, der lautet dann so, in der Stadt Hamburg hat es ein wichtiges Treffen gegeben. Viele wichtige Politiker waren da. Es gab auch Proteste und Krawalle. Jetzt streitet die Politik darüber, warum das niemand verhindert hat. Hm. Das ist jetzt ein Text in einfacher Sprache. Es gibt übrigens sogar Wikipedia teilweise in einfacher Sprache. Es gibt Wikipedia in Simple English, auch interessant mal anzugucken. Ähm, was ist damit? Das Problem ist, dieser Text ist jetzt nun für Leute, die nicht dieses Problem haben, selber eine Barriere. Denn der Text ist äh, umständlich äh, und äh, man hat das Gefühl, man kommt, überhaupt nicht, man kommt überhaupt nicht voran durch diese einfache Sprechweise. Das heißt, das, was dem einen die Barriere nimmt, baut hier einem anderen eine Barriere auf. Wir haben hier wieder einen Gestaltungskonflikt, den wir so oft jetzt schon hatten. Und an dieser Stelle fürchte ich, wird es nicht gehen mit einer Lösung für alle. Denn ähm, diesen Text äh, allen Leuten zu präsentieren ist keine gute Idee und äh, den anderen Text allen Leuten zu präsentieren ist auch keine gute Idee. Das heißt, äh, man braucht hier wahrscheinlich mehrere Versionen des gleichen Texts. Das heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass man nicht aufpassen sollte, dass man, wenn man ein User Interface gestaltet, uns geht es ja jetzt nicht um Informationstexte, sondern User Interfaces, dass wir da eine möglichst einfache Sprache verwenden, um nicht äh, schon, sagen wir mal, einen Großteil der Bevölkerung abzuhängen ähm, und äh, schon gar nicht, äh, um äh, Leute, die äh, irgendwelche Einschränkungen da haben, abzuhängen. Also, man sollte so einfach wie möglich äh, sprechen im User Interface. Dass es verstanden werden kann und ohne dass man vielleicht dahin kommt, dass man nur solche Sätze hat, die nur Subjekt, Prädikat und Objekt sind. Also da gilt es einen Zwischenweg, denke ich, zu finden. Ähm, Leute mit Leseschwächen können natürlich häufig sich auch dadurch behelfen, dass sie auch wie Leute, die äh, 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 blind oder sehbehindert sind solche text-to-speech-systeme benutzen das kann natürlich hilfreich sein ist aber wieder ein technisches hilfsmittel was nicht in unserem bereich liegt außer dass wir es zugänglich machen müssen dass wir also texte auch von diesen systemen lesbar machen müssen aber jetzt muss man sich schon sehr anstrengen dass das nicht geht also wenn wir jetzt anfangen würden wir würden und den text pixelweise auf den bildschirm zu schreiben dann ginge es wahrscheinlich nicht aber sobald wir eine Standard Betriebssystem ressource nutzen, kommen eigentlich diese Text-to-Speech-Systeme auch immer an das Ganze dran. Und als letztes habe ich noch ein geringes Ausdrucksvermögen hier hingeschrieben. Ja, wie kann man dem begegnen? Ja, man sollte die Leute vielleicht nicht viele Texte schreiben lassen. Das ist aber im Standard-User-Interface sowieso nicht gegeben. Also, es ist ja eigentlich nicht so, dass man häufig viele lange Texte reinschreiben muss. Natürlich, wenn man eine Software wie Word benutzt, dann muss man lange Texte schreiben, aber dann sind wir auf einer ganz anderen Ebene unterwegs, sind auf einer Inhaltsebene unterwegs. Und ähm, dazu äh, kann man an dieser Stelle jetzt dann nichts machen. Aber zum Beispiel, dass ich Leute etwas nicht eintippen, sondern auswählen lasse, aus einem Dropdown-Menü etwas auswählen lasse, das ist natürlich eine Technik, die hilft bei Leuten mit geringem Ausdrucksvermögen. Denn sie können sich vielleicht nicht gut ausdrücken, aber sie können erkennen, was da steht. Das geht uns ja zum Beispiel oft so in einer Fremdsprache. Ich spreche zum Beispiel ganz leidlich Spanisch, äh, aber mein aktives Spanisch... Ist so eine Sache, aber wenn ich eine spanische Website lese und kann dann da etwas auswählen oder eine, eine Software auf Spanisch, das schaffe ich. Ich habe zum Beispiel überhaupt gar keine Schwierigkeiten, ein Windows oder ein MacOS auf Spanisch zu bedienen. Aber wenn ich jetzt äh, die Texte formulieren müsste, dann hätte ich größere Schwierigkeiten damit. Schauen wir einmal einen Blick in diese Web Content Accessibility Guidelines. Oder auch barrierefreie Informationstechnikverordnung, was ja die deutsche Umsetzung davon als Gesetz ist. Da möchte ich euch einmal hinweisen auf ein paar Begriffe, die da drin stehen. Nämlich Eigenschaften für Webinhalte, die da definiert sind. Und die finde ich interessant. Da stehen nämlich, die sind nämlich erstaunlich kompatibel. Zu dem, was äh, wir hier in der Ergonomie hatten. Unsere Ergonomie geht zwar in vielen Stellen weiter, aber ähm, naja, gucken wir mal, was steht denn da? Also, da steht, äh, dass äh, jeder, der das Web benutzen will, muss Inhalte haben, die wahrnehmbar sind. Informationen, Bestandteile der Benutzungsschnittstelle, äh, Benutzerschnittstelle steht hier, müssen den äh, Benutzern so präsentiert werden, dass sie sie wahrnehmen können. Das bedeutet, dass Benutzer in der Lage sein müssen, die präsentierten Informationen wahrnehmen zu können. Sie dürfen nicht für all ihre Sinne unsichtbar sein. Okay, Erkennbarkeit hatten wir das genannt. Wir haben aber Erkennbarkeit natürlich nur auf das Optische bezogen und haben nicht zum Beispiel Erkennbarkeit auch so weit ausgedehnt, dass es heißt, wenn jemand nicht sehen kann, dann bedeutet Erkennbarkeit natürlich was anderes. Dann müssten wir auf andere Sinne gehen können. Inhalte haben, die bedienbar sind. Bestandteile der Benutzerschnittstelle und Navigation müssen bedienbar sein. Das bedeutet, dass Benutzer in der Lage sein müssen, die Schnittstelle zu bedienen. Die Schnittstelle darf keine Interaktion erfordern, die, die, Benutzer, die der Benutzer nicht ausführen kann. Ein Benutzer steht hier. Wo haben wir das? Ja, das haben wir auch, wenn wir äh, über Eingabepräzision und Eingabesicherheit und Eingabeschnelligkeit nachdenken. Also diese Handhabungssachen. Und äh, auch die haben wir natürlich nicht bezogen auf äh, Leute, die, sagen wir mal, motorische Einschränkungen haben, aber das könnte man natürlich machen. Man könnte sagen, man müsste da einen Schritt weitergehen und muss überlegen, die verwenden andere Technologien. Also sie haben andere Fähigkeiten oder eingeschränkte Fähigkeiten in gewisser Weise, aber bestimmte Fähigkeiten haben sie natürlich, verwenden dann Technologien und dadurch werden natürlich die Designkonflikte bei uns ganz anders austariert. Verständlichkeit. Ich ähm, lese mal gleich darunter. Das bedeutet, dass Benutzer in der Lage sein müssen, sowohl die Informationen als auch die Bedienung der Schnittstelle verstehen zu können. Der Inhalt oder die Bedienung darf nicht über ihr Verständnis hinausgehen. Okay, da haben wir vielleicht eine gewisse Schwachstelle in unserem Bereich. Denn über Verständnis haben wir, wenn dann eher so zwischen den Zeilen gesprochen, dass irgendetwas zu kompliziert ist. Aber wir haben Techniken, die ähm, es ermöglichen sollten, dass man damit zurechtkommt. Also die Erschließbarkeit und die Differenziertheit der Rückmeldung, aber auch die Lokalität und Unmittelbarkeit der Rückmeldung sind alles Techniken, die dahin führen, dass es verständlicher ist, weil man die Zusammenhänge versteht und sich erschließen kann, was es gibt. Also auch da sind wir erstaunlich kompatibel, aber es müsste bestimmt noch ein paar zusätzliche Dinge äh, da geben, die auf sowas äh, eingehen wie Probleme im Kurzzeitgedächtnis und so weiter. Und letztendlich robust, interessant, den gleichen Begriff verwenden wir ja auch. Gucken wir mal, ob die, ähm, ob die äh, Definition ähnlich ist. Inhalte müssen robust genug sein, damit sie zuverlässig von einer großen Auswahl an Benutzeragenten, einschließlich assistierender Techniken, interpretiert werden können. Das bedeutet, dass Benutzer in der Lage sein müssen, auf Inhalte zuzugreifen. Während sich die Techniken weiterentwickeln, während sich Techniken und Benutzerintelligenz weiterentwickeln, sollten die Inhalte barrierefrei bleiben. Das ist das Gleiche nochmal andersherum formuliert. Ja, unsere Robustheit ging dahin, dass wir als Designer häufig eingeschränkt sind und deswegen robust gestalten müssen, in dem Sinne, dass wir bestimmte... Dinge nicht machen, bestimmte, von bestimmten äh, Gestaltungsmöglichkeiten Abstand nehmen. Diese Robustheit äh, bezieht sich stark auf die interpretierende Technik des WWW, aber es geht durchaus in eine ähnliche Richtung, denn diese Robustheit verhindert auch oder äh, ja, warnt davor, äh, komplett an, äh, an dem vorbeizugehen, was schon etabliert ist. Denn dann hätte man natürlich ein Problem mit den sich ändernden Techniken. Also es ist nicht ganz das gleiche, diese Robustheit und unsere Robustheit, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Das heißt, erstaunlich, diese Web Content Accessibility Guidelines äh, geben Hinweise, die stärker mit unserer Ergonomie übereinstimmen, als es äh, die ISO-Normen tun und ihre äh, sieben Grundsätze der Dialoggestaltung. Mit dieser Betrachtung, mit dieser Überlegung, Endet dieses letzte inhaltliche Video in dieser Vorlesung Gestaltung von Nutzungsschnittstellen für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr habt bei dieser Betrachtung einige interessante Einsichten gewinnen können, habt vielleicht ähm, einen anderen Blick bekommen auf ähm, die Software und auf die Softwaregestaltung, also die Gestaltung der Software, die ihr tagtäglich benutzt und ich hoffe, es bringt euch vor allen Dingen nicht nur jetzt für eine Klausur, die jetzt wahrscheinlich hier ansteht, oder eine andere Prüfung, sondern auch auf längere Zeit etwas. Und das ist was, was wir häufig beobachten konnten, beziehungsweise wir konnten es berichten entnehmen, dass Studierende während der Veranstaltung häufig gesagt haben, naja, was ihr da also erzählt, das klingt alles so logisch, klingt alles so einfach. Das ist ja alles gar kein Problem. Manchmal haben sie sich dann schwer getan, wenn es in Klausuren oder Prüfungen generell darum ging, das dann auch wiederzugeben und auch im Zusammenhang argumentieren zu können. Denn es ist ja schon was anderes, ob man, wenn man etwas hört, sagt, oh, das ist aber alles plausibel, oder ob man eine Argumentation wiedergeben kann. Und nochmal was anderes ist es, aus so einer Argumentation auch Schlüsse zu ziehen. Das kommt wahrscheinlich bei einer Gestaltung dann irgendwann mal auf euch zu. Und da hoffe ich dann, dass das passiert, was uns häufig berichtet wird, dass dann äh, Studierende irgendwann auf uns zukommen und sagen, Mensch, ähm, das, da erinnere ich mich dran, diese Reduzierung erzwungener Sequenzialität, das begegnet mir jetzt immer wieder, meistens in Bezug auf einzelne Forderungen. Stapeln statt umrahmen wird dann oft genannt, weil wir da natürlich sehr oft drauf hingewiesen haben oder das Vermeiden generischer Buttons ist natürlich auch etwas, was sehr prominent war. Oder dann kommen sie sagen, Lokalität der Wahrnehmung, das habe ich noch im Kopf und hier habe ich schon mal wieder ein Beispiel dafür wo das nicht erfüllt ist oder ich musste was gestalten und habe festgestellt, es ist gar nicht so einfach, das dann auch tatsächlich hinzukriegen. Solche Sachen bleiben dann oft hängen. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass ähm, so ein paar dieser Dinge hängen bleiben, auch die Grundidee hängen bleibt, also diese Grundforderung nach der Reduzierung erzwungener Sequenzialität ähm, vielleicht hängen bleibt. Natürlich bleibt nicht jede einzelne Technik irgendwie ähm, im Kopf, aber so das große Ganze. Da wäre viel gewonnen, wenn das hängen bleiben würde. Das soll es jetzt für dieses Video gewesen sein. Und es folgt noch ein Zusammenfassungsvideo, was ganz hilfreich sein kann für eine Klausurvorbereitung. Aber auch zum Beispiel, wenn ihr euch das jetzt angeschaut habt und nochmal so einen Zusammenblick haben wollt, was kam denn da eigentlich alles vor, dann würde sich auch dieses Zusammenfassungsvideo. Anbieten. Das ist dann das nächste und tatsächlich letzte Video für diese Veranstaltung Gestaltung von Nutzungsschnittstellen.